Herzlich willkommen wieder mal zu einem kleinen neuen Videotool. Und zwar gibt es ja seit gestern den neuen Sonix Trainer 8.0, der es uns jetzt noch wesentlich einfacher macht, das Null-Cache oder auch, wenn ihr Cache habt, in temporäres Cache umzuwandeln. Und natürlich möchte ich euch diese Funktion auch wieder darstellen und präsentieren. Zu diesem Zweck habe ich meine Farm geladen und ich lade mal den neuen Trainer von Sonix 8.0. Ich arbeite nach wie vor mit der 32-Bit-Version. Die ist mir am stabilsten. Wir starten den Trainer mal. Ich bin mit Google Chrome drin, deswegen wähle ich also aus Google Chrome auch aus. Und wir starten hier oben diese Funktion, verwandle ein Cache in 10.000 temporäres Cache. Wir gehen mal auf Starten. Und wir warten, bis die Meldung kommt, mit der Warnung, dass ich alles im Dorfladen kaufen kann oder mit dem Hinweis. Wir klicken auf OK. Habt ihr jetzt null Cash? Ist es relativ einfach. Wir gehen in den Dorfladen und ihr könnt jetzt an der Stelle mit null Cash irgendetwas anklicken, sofort hier unten aus der Leiste. Und euer Cache verwandelt sich in temporäres Cache um und ihr könnt damit auf der Farm arbeiten, so als hättet ihr echtes Cache. Ihr könnt eure Questaufgaben erledigen, ihr könnt eure Randaufgaben erledigen. Ich habe jetzt in dem Falle hier oben 64 Cache. Natürlich funktioniert es auch nach wie vor, wenn ihr euer Cache umwandelt, wie ihr die Videos kennt, indem ihr das 5er-Pack Futter für einen Cache kauft. An der Stelle, das funktioniert natürlich nach wie vor, aber habt ihr etwas wenig Cache und habt Angst, dass es vielleicht nicht funktioniert, dann gibt es jetzt eine weitere Funktion. Nun bin ich mit meinen 64 Cache ein bisschen hoch, so viel gibt es nicht im Dorfladen. Ich gehe mal zurück und suche mir etwas, was teurer ist als meine 64 Cache. Und das ist auf der letzten Seite, ich muss mal ein bisschen hochscrollen, auf Seite 14. Wir klicken mal die Werbung kurz weg. Das 10er-Pack Energie, das ist das teuerste, was es an Materialien im Dorfladen gibt. Und ich klicke jetzt einfach mal drauf. Ich kaufe das jetzt für 96 Cash. Und wie ihr sehen könnt, wandelt sich meine 64 echten Cache in temporäres Cache um und ich kann jetzt auf der Farm arbeiten, genauso wie vorher. An dieser Stelle ein Dankeschön an Sonix immer wieder für neue Tools, die es uns auf der Farm wesentlich leichter machen und auch denen wir immer zu helfen auf der Farm und die keinen Cache haben, brauchen jetzt nicht mehr den Umweg zu gehen, wie wir es vorher hatten, über den Hühnerstall oder über die Joghurtmolkerei oder wie auch immer. Ich hoffe, ich habe es euch wieder nahegebracht und ich wünsche euch viel Spaß auf eurer Farm. Happy Farming. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.